Oh! Yo! Yo! Yo, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf Jays Kanal. Wir rocken heute. Oh, okay. Nick Manak. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute. Oh! Direkt mit dem Alter! Das war direkt überdrehten Fail. Alles gut? Alter, okay, wie ihr schon seht, heute haben wir auf jeden Fall eine dicke Outdoor-Ready-Session, denn die Wintersaison ist endlich beendet, wir können endlich draußen fahren. Und natürlich ist es so, dass wir die Ready verbessert haben. Wir haben erstmal hier neue Platten reingebaut, weil über den Winter wird das Holz natürlich nicht besser. Wir haben wieder alles richtig geil gefixt und wir haben die Transition vor der Box etwas anders gemacht, also nicht mehr ganz richtig so nice, steil. Richtig nice, genau, sie ist jetzt einfach noch viel, viel besser. Man kann richtig geile Tricks machen. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht mal lange. Kopf direkt an. Achso. Genau, also wir haben auf jeden Fall Dean am Start, Kieran auch noch. Hey. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Aber erstmal würde es mich natürlich extrem freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und wenn hier. Wenn ihr natürlich dem Video ein Like gibt und natürlich könnt ihr gerne den auschecken. Ich bin auf der anderen Seite, habt ihr es gesehen? Könnt ihr gerne den auschecken, der postet sowieso eh nie was auf und natürlich auch Kieran, ihr wisst Bescheid. Ja, Mann, ich bin wieder auf der anderen Seite. Und da hinten sind auch noch sehr faule Kinder. Ich glaube nicht, dass die heute fahren, ich weiß nicht. Die sind street heute. Ja, die sind heute sehr street. Wir werden kommentieren. Sehr schön, alles klar. Also Alex wird auf jeden Fall kommentieren, der hat auch Packs dran, deswegen, man darf da nicht Resi fahren. So, macht man alles kaputt. Notfalls kann er einfach mal meine Rolle annehmen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal hoch und mach meinen ersten Trick. Ja, ja, okay. Nee, ja. Okay. First try, ja, nee. Ja, also, ne, muss sein. Ich würde sagen, Dean kann jetzt mal fahren. Dean, was machst du? Okay. Das sah mir aus wie ein Flip No Hand. Ich bin mir aber sehr unsicher. Boah, schön. Der war clean. Glaubst du, da kommt noch ein Bar hin? No Hand war zwar clean, aber die Landung, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, bin ein bisschen rumgeeiert. Ach, nicht schlimm, aber meinst du, ein Barspin geht da rein? Hast du schon mal gemacht? Bar No Hand und No Hand Bar habe ich beides schon gemacht, aber ich finde den Trick, der ist so schön, den muss man einfach alleine stehen lassen. Den darf man nicht versauen. Genau, aber ey, ganz kurz, du hast ja schon mal Flip Whips hier versucht, oder? Das war doch letztes Mal eklig, ne? Ja, also mit der steilen Rampe ja. Mit der flachen habe ich es ja nicht gemacht. Willst du mal versuchen? Oh, knappes Ding. Leider und Alex, wann machst du einen Backflip? Ja. Bald kommt ein Video dazu vielleicht, wo ich Backflips neu lerne. Also Freunde, seid gespannt. Abonniert meinen Kanal. Oh shit. Boah. Also du kannst trotzdem noch hochfahren, obwohl es jetzt nicht so steil ist, ne? Ja. Okay, Danny, hau mal raus. Oh, ich mein, hey, Mann. Sieht aus wie du, ne? Mhm. Oh mein Gott, das wird nichts. Oh mein Gott. Jo! Yeah. Der ging aber klar. Will war rüber? Free boy. No, guck mal. Oh, ich dachte, der kriegt den Roller in den Kopf, ne? Ich liebe es einfach. Besser ist es. Alter, der war gut! Okay, ja, also ich muss ehrlich sagen, dafür, dass er das erste Mal den wieder versucht hat bei der neuen Rampe, sehr geil. Und nächster Try. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, richtig Schienbeine. Ja. Das sah nach Tod aus. Ich dachte, ich land daneben. Da habe ich gemerkt, ich land doch nicht daneben und habe einfach nochmal schnell einen Barbar gemacht. Ja, auf entspannt, Digga. Das mache ich halt auch immer. Wenn ich mich packe, einfach nochmal einen Barbar hinterher. Beim Sterben noch einen Barspin machen. Aber das feiere ich. Sehr gut. Digga. Aber Quadbar könnte da theoretisch reinpassen, weil du hast den so spät gemacht, den Barbar. Ja, also Quadbar würde ich auf jeden Fall schaffen. Dann mach ich doch. Soll ich einfach mal versuchen? Ja, safe. Okay, Danny ist wieder dran. Der Streetfahrer. Oh! Was? Ey, woher kam der denn? Woher kam der? Digga, Alex, ich hab dich. Frontflip first try, also das ist echt räudig gewesen, Mann. Oh. Was? War das Whipless? Nein, das war es Whip Rewind oder Kickless? Ja, Kickless. Junge, was? Digga, Danny, also. Ich bin jetzt hier am Start. Digga, wann bist du das letzte Mal? Wann bist du das letzte Mal hier die Resi gefahren? Als sie gebaut wurde. Das ist schon anderthalb Jahre her und dann machst du einfach mal einen Frontflip. Ja, ja, auf jeden Fall. Digga, sehr nice. Oh, mach mal. Yeah! Sehr nice, sehr clean. Respekt. Ja, drei gehen klar, auf jeden Fall. Ich dachte, Janni, du fliegst richtig weg. Digga! Digga, das sieht so aus, als ob du einfach ins Flat schallerst. Nein, weißt du, wo das liegt? Ich würde, glaube ich, auch viel weiter unten landen, aber ich merke richtig, wie der Wind mich wegdrückt. Ja, das ist echt das windig gerade. Das ist krass, ich habe das voll gemerkt. Ich bin richtig irgendwie in die Ecke da geflogen. Einfach perfekt, rein. Da gehörst du auch hin. Der Wind kommt auch wieder genau von da, also es passt. Ich würde sagen, Dean, was machst du?
Probier den nochmal. Er probiert ihn nochmal und ich weiß. Oh mein Gott, das war jetzt, ich dachte. Ja. Das Ding ist, ich weiß nicht mehr, was er gerade eben probiert hat. Ich weiß auch nicht. Ich hab nicht mal zugeguckt. Ich hab Geist gemacht. Immer wenn ich da oben stehe, hab ich einfach die ganze Zeit die Augen zu. Perfekt. Eieiei. Der war richtig ins Metten. Hinter mir gezogen. Dann mach doch Kickespray. Kickespray, Kickless. Auf entspannt. Ja, ja. Stell dir vor, er hätte keinen Helm auf. Digga, das war ein K.O.-Schlag. Stell dir vor, du hättest keinen Helm auf. Zum Glück hast du Alex Helm genommen. Alles gut? Digga, mein Kopf ist mies weh. Gut, das war's dann mit der Parksession, ja? Lieber jetzt gleich zum Handrail gehen. Digga! Ui! Also, zu windig! Rein technisch easy, aber irgendwie schiebt mich das so ganz komisch in der Luft. Das schiebt dich ganz anders nach hinten, ja, ne? Digga, ich bin richtig schief in der Luft. Sonst würde der safe gehen. Dann machen wir was anderes, weil ich will was anderes sehen. Und okay, zwar vielleicht denn? Irgendwie so Whip, Rewind, Rewind, Rewinds oder so. Irgendwie sowas, da kannst du dir was überlegen. Rewind, Rewind, Rewind. 3 oder 4? 5. Hast du schon mal 5 gemacht? Ich habe noch nie 5 versucht, glaube ich. Dann mach erst mal 4 und dann vielleicht kann man ja nochmal ein Late-Whip machen oder so. Ja, okay. Yeah, oh! Digga, der war slippery. Danny ist doch noch mal am Start. Ich dachte, er gibt auf. Oh, war das ein Late-Bar? Also ich dachte, er will erstmal so einen T-Bock machen. Wolltest du einen T-Bock machen? Nein, er wollte keinen T-Bock machen, aber das sah auf jeden Fall so aus. Wir machen weiter. Alter! Rewind, 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 Rewind. Ey, das sieht auf einfach Ansage, zu easy aus. Wie auf Ansage fürs Schwalb. Oh, das tat so an den Füßen weh, ne? Oh mein Gott. Aber Late-Trip sollte ich vielleicht hinbekommen. Ja, Mann. Ey, das sieht einfach viel zu easy bei Janni aus. Ja, ist irgendwie also, ganz Rewind, komisch, ne? Ey, das ist krank. Also wirklich, auch drinnen in der Halle, er macht die alle First Try. Also ich check es nicht. Ja, ich check es auch nicht. So, was machen wir? Oh! Oh, wieder überdreht. Knappes Ding, ne? Digga, mit so einem Scooter. Was? Sein Deck ist einfach dreifach so breit wie meins ungefähr, ne? 6.3 wide. Digga, mit so einem Deck, das ist einfach ein Panzer. Das willst du echt nicht machen, wirklich. Oh, gecatcht! Einfach gecatcht! Ey, sehr nice. Oh, ich dachte, der macht Flair. Ey, da drin Flair, das ist unmöglich, weil es einfach so weich da unten ist. Sehr clean, aber auch sehr gefährlich. Oh. Boah, ein bisschen verzählt, glaube ich, oder so. Richtig geballert, ne? Ja, komplett, auf jeden Fall. Richtig hochgeflogen. Ja. Okay, also da habe ich irgendwie daneben getreten. Shit, aber egal. Zweiter Try wird, denke ich, mal sein, oder? Ja? Das ist ein Knack von uns beiden. Von uns dreien. Von uns vieren. Ey, ich bin richtiger Ziegenbock. Ich habe auch Bock. Krieg's. Oh! Oh, Mann, Alter. Schade. Der war echt gut. Der Aufprall, der zerfetzt mich. Huh. Aber der war trotzdem sehr gut. Ja, der war eigentlich an sich echt gut. Feeder Try, 4 steht nämlich für Lifestyle. Und. Oh, mein Gott. Oh, Alter. Ich bin ja einmal daneben getreten. Junge. Och, Digga. Das war echt richtig, richtig. Oh, erstmal. Ja. Der Schoner hat nichts gebracht. Ja, das ist genau richtig. Stell dir vor, es wäre jetzt nicht Holz, Resi, das wäre grauenhaft. Wäre jetzt Holz oder Stein, Feierabend. Knie wäre tot. Aber ich will natürlich auch nochmal einen Trick versuchen. Janni, ich will einen Trick versuchen. Auch nur einmal. Und welchen? Lass mich überraschen. Boah, Double Whip, war das Double Whip? Sheesh. Ja, Mann, aber ich glaube, er wollte noch die Late Bar machen. Ja, das auf jeden Fall. So, Kieran fährt jetzt auch einmal ein Try für mich. Weil, ich bin irgendwie richtig eklig aufs Knie gefallen. Als hätte ich keine Schoner an, es tut richtig weh. Kieran, jetzt bist du mal dran, überrasch mich. Oh, das ist wieder so ein Kick. Schon wieder seinen komischen. Ey, ich hab das nicht gefilmt. Gottes Willen, der Roller hat mich ein bisschen auseinandergenommen. Was ist passiert? Was ist passiert, sagen Sie es? Der Roller, der ist in eine Zone reingerutscht, wo er eigentlich nicht rein sollte. Okay, ich mache jetzt einen neuen Trick. Da, wo ich mich mal nicht verletze, weil irgendwie, ich habe keinen Bock nochmal auf das Knie zu fallen. Ich weiß aber noch nicht was, lasst euch überraschen. Kira! Was meinst du, Kiran? Wird's heute noch klappen? Nein, ich muss mich immer noch an diese Rampe gewöhnen. Ich fahre gefühlt das zweite Mal jetzt erst diese Rampe. Aber vielleicht kannst du ja deinen Roller nehmen und aufs versuchen. Dann musst du Helm aufsetzen, hast du hier, ne? Mach. Okay, hau raus, was soll Janni machen? Ich volle Janni einmal einen Inward Bar. Inward Bar? Okay, wenn er das macht. Glaubst du, er packt ihn? Ich denke schon. Wie viele Versuche? Wenn auf dem zweiten. Auf dem zweiten? Okay. Alle, oh, das ist gut. Janni, du hast gehört. Inward Bar. Das war wirklich First Try. Hättest du das gedacht?
Weiß er nicht. Ey, Alter, nice. Ey, da könnte noch ein Whip hinter, ne? Oder Bar. Oder Bar, Inward Bright Bar. Also, Inward Bar Whip habe ich tatsächlich schon mal gemacht. Stimmt, ja. Ich finde, den sollte ich backupen, weil ich habe den richtig lange nicht mehr gemacht. Ja, dann, let's go, komm, zieh durch. Yo! Ey, geil! Du bist oben drauf gelandet! Ich kann die Rampe, glaube ich, immer noch nicht fahren. Also wirklich. Wir kümmern uns später nochmal drum, ne? Auf jeden Fall, wir fahren die. Freunde, folgt unseren Instagram. Auf jeden Fall, da gibt es neue Clips. Emo Bry Bar Whip. Ah, der war verkackt. Oh mein Gott. Der ist aber so hoch, du hast so viel Zeit und Airtime, das ist echt heftig. Das Problem ist, ich bin schief gesprungen. Da war mein Gleichgewicht einfach nicht so, wie ich es haben wollte. Egal, das ich passiert. Ich weiß auch nicht, was das ist. Aber mein Knie tut jetzt. Einmal hier so runter, tut schon wieder weh, weil ich jetzt einen blauen Fleck, glaube ich, auf der Kniescheibe habe. Das ist so kacke, ich glaube, ich brauche wirklich langsam neue Schoner. Ich habe die schon so lange, ich habe dieses Polster ist einfach schon durch. Komm, Alex! Oh. Und? Kickless, Kickless. Oh. Hey! Und? Emo Bry, war? Oh. Aua, aua, aua. Das sah irgendwie aus, als würde es wehtun, aber der war gut. Nein, der war einfach nur gut irgendwie. Irgendwie der hat sich gut angefühlt. Oh, der war so gut, Mann. Hey, Mann, das wäre der dritte Versuch gewesen. Ja, schade. Scheiße, ja, dann würde ich sagen, Peter, denn der steht für Lifestyle. Yeah. Oh! Wow. Hey, ja, sehr nice. Krank. Danke, Alter. Ja, Mann, Alter. Der war echt clean. Der war richtig clean, Mann. Alter. Ja, also wirklich, die Landung, die war ein bisschen komisch, aber an sich war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich würde sagen, das war es auch schon mit dem Video. Waren auf jeden Fall ein paar Tricks, ein paar Tries auch dabei. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal. Genau, und schreibt Hashtag BigRamp in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Mal schauen, wer das alles gemacht hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.